3000 Abonnenten. Ein Meilenstein für den König aller Masken. Er ist so allein. Doch auf der Bühne vor. Ei, gute Leute, ich bin euer Mongo von Kanal Mongo Medial und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem fantastischen neuen Video. Und ich hoffe, euch geht's super, weil mir geht's ja 3012 Abonnenten auf YouTube. Ja. Wir gucken uns heute eins Leon Elektronik Video an und das Wichtige an die Stelle ist folgendes, dass das so ein bisschen der Auftakt ist zu einer inhaltlich ein wenig aufeinander aufbauende thematisch Serie und da geht es nämlich um die Fans, ne? Sein Umgang mit die Fans und da kann ich euch jetzt schon mal anteasern, also es wird jetzt hier darum gehen, dass er Fanpost bekommt. Das ist jetzt schon mal eine schöne Sache. Das Video heißt Leon Elektronik trifft Fans und bekommt Fanpost. Das ist 2 Jahre alt. Und dann ist ein Video, das kommt danach, wahrscheinlich in 2 Teilen. Das ist nämlich die Vorbereitung auf das große Fanfest von Leon Elektronik, das er dann abgehalten hat für seine ganzen tausenden Abonnenten. Und da geht es dann um die Ankündigung zu dem Fanfest und was er geplant hat und wie die ganze Abwicklung funktioniert und so weiter. Und dann geht es wahrscheinlich dann nochmal in eins Video rein, wo dann das Fanfest stattfindet und wie das dann gelaufen ist. Also diese ganze Thematik Fanfest wird uns wahrscheinlich in die nächsten Videos ein bisschen länger begleiten. Denn es ist auch eine schöne Sache, ist eine witzige Sache. Ne? So. Jo, aber heute, ne, das Leon Elektronik Video ist eine andere. Wenn ihr die Anfänge von Leon Elektronik sehen wollt oder die Anfänge von Sebastian Schulz und so weiter und noch mehr Bock habt auf verschiedene andere Mongo Videos, dann schaut euch mein 3012 Spezial an. Das geht 1 Stunde ungefähr und da gibt es eine gemischte Tüte aus verschiedensten Sachen und es ist mein Dankeschön daran, dass so viele Leute Spaß haben und so tolle Kommentare schreiben, so witzige Kommentare und dass die Stimmung eigentlich relativ gut ist. Eigentlich sage ich so, natürlich gibt es auch ein paar Leute, die verstehen das nicht so oder die sind vielleicht sauer, weil wir uns hier, ja, wir lachen halt gern, aber das lassen wir uns nicht verbieten. Kommen wir nun zu unserem sogenannten Leon Elektronik, ja, der jetzt 1 Brief bekommen hat. Und Leute, ich sag euch, wie ist, ne? Das ist schon eine Nummer hier. So, servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik. Ja, ich muss mich jetzt mal zu Wort melden. Es gab uns so Wahnsinn, wie viele Fans mich so überrennen und überschütten. Das ist so toll. Und zwar fangen wir erstmal an. Ich habe und zwar den, der Huschli Potter Zwerg müsste es gewesen sein, den ich da getroffen habe in dem Sommermarkt. Und was macht er dann da die ganze Zeit mit seiner Hand im Gesicht, ne? Also Leute, auch ganz wichtig, ich sag mal so, ne? Ich finde es immer ein bisschen befremdlich, heutzutage reden immer Leute von Fans. Habe ich ja schon mal gesagt, die haben ein paar Leute, ein paar Follower auf Instagram, ein paar Follower auf Twitter, ein paar Follower auf YouTube, was auch immer. Und dann sind das auf einmal sofort Fans und Community. Warum sollte man Fan von jemand sein? Eigentlich nur dann, wenn diese Person irgendwas geleistet hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt würdig, die finde ich gut, die Person, da könnte ich ein Fan sein, die Musik finde ich gut, das Schriftstück oder die Serie oder was auch immer finde ich gut, den Schauspieler. Aber von diesen Leuten, die da auf YouTube rumlaufen, da ist doch keiner richtig Fan. Also das sieht man doch auch daran, wenn so die großen YouTuber, die hatten ja alle jahrelang Angst, wenn die mal eine Woche in Urlaub gehen, dann sind die Leute weg. Und so ist das auch. Die Leute gucken sich einen Streamer an oder einen YouTuber und wenn der aufhört, dann sind die so schnell weg und gucken sich jemand anderen an. Die Leute sind beliebig, ja. Die haben keine Community, die haben keine Fans, auch die Großen nicht. Ich glaube sogar, dass Leute wie Monte, wenn die auf einmal aufhören für ein Jahr oder zwei, ah ja, danach ist die Karriere im Arsch. Ja, dann werden sie natürlich wieder zurückgreifen auf ihren Account
Da sind aber viele abgewandert, gucken nicht mehr zu, die Regelmäßigkeit ist nicht mehr da und natürlich werden die dann auch noch gute Aufrufzahlen haben, aber die Karriere wird einen massiven Knick bekommen und dementsprechend, ne, müssen die halt immer liefern. Ne? Viele liefern dann auch Videos, wenn sie nicht da sind und streamen dann mal nicht, aber in der Regel arbeiten die ja durch. Ne? Und ja, ihr seid halt leider, was heißt leider, ihr seid alle beliebig. Wenn ich jetzt hier aufhöre, Videos zu machen, ja gut, dann ist das, dann bin ich auch relativ schnell vergessen. Ja? So ist das Leben, so ist es Leben. Ne? So ist es auch im Internet noch viel schneller als jetzt zum Beispiel bei den alten Stars von früher. Ja. Und Leon Elektronik glaubt halt hier mit seinen, weiß ich nicht, 1500 Abonnenten oder so, dass der halt jetzt hier erfolgreich ist. Ja? Das ist halt, liegt halt daran, weil er Inhalt bringt, mit dem man normalerweise keine 50 Abonnenten kriegen würde, aber weil er halt ist, wie er ist, bekommt er halt ein paar Abonnenten. Ne? Aber das sind halt nicht die Abonnenten, die er gerne hätte, glaube ich. Der mich im Supermarkt angesprochen hat, und zwar mit Pisterion Elektronik, er möchte ein Foto haben. Das machen wir auf jeden Fall. Ich komme auf jeden Fall wieder. Liebe Grüße gehen an dich raus. Also ich werde, egal wo ich hingehe, ich werde erkannt. Und zwar, dann habe ich, und zwar... Und das gefällt dem ja, das schmeichelt dem total, ne? Der findet das toll. Der denkt jetzt, dass er ein Star ist, dass er was Besonderes ist. Und oft sind ja diese Masken, egal ob Rainer Winkler oder sonst wie, die sind ja uninteressant. Oder Basti und Chandi oder wer auch immer. Ja? Das sind ja Menschen, die, für die interessiert sich kein Mensch. Und auf einmal reden Leute über die und die Leute wollen oder tun so, als wären sie Freunde und so weiter und so fort. Ne? Das ist das. Post bekommen, ein Fanbrief bekommen. Dazu muss ich jetzt aber mal ganz kurz meine Adresse ja mal verdecken, weil ich geht ja euch sonst ja nichts niemandem mehr was an. Ne? Also müssen wir die erst nochmal hier verdecken. Sehr gut, ja, sehr gut. Adresse verdecken immer sehr gut. Dann zeige ich euch das jetzt mal. In diesem Umschlag war der Brief drin. Mit. Gut, dass er den Umschlag nochmal zeigt, sonst hätte ich das nicht geglaubt. Solche Stempel. Also abgestempelt mit zwei Briefmarken. Und hier ist jetzt dieser Brief. Beweis, dass es echt ist. So, an die Stelle können wir schon sagen, das muss ein echter Brief sein. Guckt mal, wie schön, also wirklich eine sehr, sehr schöne Handschrift, gefällt mir sehr gut, kann man sehr gut lesen, ist groß geschrieben. Also die Person, die das geschrieben hat, hat entweder gedacht, dann kannst du Leon besser lesen, und zweitens, wenn er das filmt, kann man es auch besser lesen. Ich habe da eben mal Fotos von gemacht, weil ich euch das vorlesen wollte. Brauche ich aber nicht, weil das der Leon selbst macht. Aber man kann das selbst bei der schlechten Kameraqualität, wenn man den richtigen Frame screenshottet, kann man das sehr, sehr gut lesen. Also wirklich Shoutout an die Person, die das geschrieben hat. Ich vermute, es ist eine Frau, so gut wie es geschrieben ist. Ne? Hat ein Hater seine Freundin oder seine Frau gesagt, hier schreib mal den Brief für mich. Ich diktiere dir was. Ne? Ja, und den lese ich euch jetzt mal vor. So. Ja. Okay. Dieses Video habe ich unter anderem auch deswegen ausgewählt, weil hier jetzt viele Dinge angesprochen werden, die in diesem Leon-Game schon passiert sind und die er jetzt aber auch zum Glück nicht als Hate ansieht oder als Trollaktion, sondern auch dann durchliest und beantwortet. Also das ist schon ganz schön. Jetzt lese ich euch dir mal vor. Ja, auf geht's. Mir schreibt, und zwar jemand, und sein Name kommt gleich, mir schreibt jemand, hallo Leon. Hast du denn dem Markus Söder inzwischen die 400 Euro überwiesen? Also es geht schon damit los. Das ist die Einleitung. Nicht irgendwie, hallo Leon, ich bin Fan, sondern nein. Leon, wie sieht's denn aus? Hast du die 400 Euro überwiesen? Denn der Leon hat in der Corona-Zeit, war der stinksauer, weil es keine Feste mehr gab und keine Party mehr und die CSU ja auch diese Corona-Richtlinien umgesetzt hat. Und da hat er wohl den Söder beleidigt und zwar mit, ich meine, per E-Mail. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wie es genau war. Das können wir uns sicher auch mal irgendwann angucken.
Und er hat ihn per E-Mail bedroht oder beschimpft oder was auch immer. Und das wurde dann auch relativ schnell angezeigt, verhandelt und der musste 400 Euro zahlen und wahrscheinlich noch eine Unterlassungserklärung. Das habe ich jetzt dazu erfunden, aber ich denke mal, dass das der Söder auch natürlich von seinen Anwälten hat einbinden lassen. Ne? Also so ist unser Leon auch mal unterwegs. Fragezeichen. Ne? Du musst doch einsehen, dass Herr Söder dieses Geld dringend braucht. Wenn du nun endlich wieder Konzerte gibst, dann bekommst du doch auch jeden Abend eine hohe Lage ausgezahlt. Und nun singst du ja auch noch. Ja, ne? Also nächstes Ding, also jetzt schon innerhalb von diesen kurzen Sachen, zwei Dinge, die halt einfach in der Causa Leon Elektronik halt eine Rolle spielen. Einmal das mit dem Söder, dass er da die 400 Euro bezahlen musste als Strafe und andererseits, dass er ja immer vorgibt, er wäre ja in dieser erfolgreichen Partyband. Und wenn man in so einer erfolgreichen Partyband ist und da die ganzen Leute kennt, dann ist es ja kein Problem, die 400 Euro zu bezahlen, ne? Weil er ist ja überall unterwegs. Er ist ja auch in Franken, in Elsass spielt er ja, der spielt ja bei der Schlagertour und so weiter. Habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht, könnt ihr auch gerne auf dem Kanal gucken, in die Playliste Leon Elektronik über seine Partyband. Ne? Du, dann noch viel mehr. Ich bin sehr gespannt, wann du ein Live-Konzert von dir als Video postest. Und drücke dir die Daumen. Da warten wir übrigens alle drauf, ne? Ist klar. Im Hintergrund Pedro Pascal, glaube ich, am Lachen. Dass du bald einen Song mit Becky Wing zusammen singst. Bestimmt würdet ihr... Ach, guck mal. Gehen wir kurz zurück. Wie da die Sonne aufgeht einfach. Ja, wie da die Sonne aufgeht. Weil der stellt sich das so vor. Der denkt, ja, das wird dann irgendwann auch passieren. Ich werde bekannt und mit der Rebecca Wing... Dann komme ich dir ja immer näher. Becky Wing zusammen singst. Oh, bestimmt würdet ihr euch musikalisch ganz toll ergänzen. Du musst sie nur von der medialen Wirkung eures Duets überzeugen. Du yeah, schaffst mach das mal. Sie muss einfach ja sagen. Du mit Becky auf der Bühne. Der Oberhammer. Dann werden auch deine Bandmitglieder ganz große Augen machen, wenn sie sehen, was für eine hübsche Frau ihr King da mit zum Konzert als Spezialgast bringt. Ja, Leute, guckt euch das an. Ja, wie er grinst. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, er glaubt das oder er hält das für möglich oder er findet die Vorstellung schön, aber er ist halt total begeistert irgendwie. Der denkt so, ja, das ist das. Und meine Partyband, er hat ja keine Partyband, ne? Aber die finden das sicher auch super toll. Leon, wenn überhaupt, kannst nur du das schaffen, Mensch. Kannst nur du das schaffen. Mit der CD werdet ihr bestimmt ganz schnell beim... Ja? Beim immer wieder Sonntags. Bei all den Kameras bei dir im Hausflur wäre so ein TV-Studio für dich doch... Eieiei, schweres Wort. Das kann ich nicht lesen. Mensch... Nichts Neues. Aber er liest aber auf jeden Fall besser als Rainer Winkler. Der Veranstaltungsszene. Bleib dran. Danke. Bestimmt wirst... Sag mal, Leon, an die Stelle, wenn du das hier siehst, siehst du ja nicht, aber ne, ich gehe nie davon aus, dass jemand wirklich sieht. glaubst du wirklich, dass die Person das ernst meint, dass ein Mensch, der nur saufend auf Kerbas rumfällt, ein King der Unterhaltungsszene ist? Du dann gar nicht erst in eine Wohnung ziehen? Du wirst schon bald in einem eigenen Haus wohnen. Mit eigenem Büro und Studio, mit modernster Aufnahmetechnik. Ich freue mich auf deine nächsten super Videos. Viele Grüße. Jürima? Heißt es Irma oder Irma?
Also, zwar, man kann mich bitte gerne in die Kommentare ergänzen, weil die Schreibschrift ist nicht so meine Lesestärke. Ja, gut. Und dabei ist es super geschrieben, ihr habt es ja eben gesehen. Und Kommentare auch jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr aktiv. Ich habe jetzt irgendwann vor kurzem in irgendeins Video gesehen oder gehört vielmehr, dass er sagt, wenn er so und so viel Abonnenten erreicht, dann würde er die Kommentarbank wieder aufmachen. Auch so ein Ausdruck von ihm, die Kommentarbank. Ja, wenn er das macht, dann ist natürlich so wie sofort Halali, ne? Und das würde ihm auch richtig viel bringen eigentlich von YouTube-Technik aus, weil einfach viele Kommentare YouTube davon überzeugt, dass das Video interessant ist. Also wenn ihr hier viel kommentiert, und macht ihr ja auch, das findet YouTube sehr, sehr gut. Also schreibt gerne alle immer irgendeinen Kommentar und schreibt irgendwas und dann unter alle Videos, ne, und schön alle gucken, und dann wird hier euer Mongo gepusht, ne, und da freut er sich natürlich. Da freue ich mich natürlich sehr. Auch wenn das für euch jetzt kein... Ich weiß, es hat für euch jetzt keinen Mehrwert, außer vielleicht ein Danke für die witzigen Videos. Das kommt auf euch an, ne? Also erst einmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Brief. Ich bin wirklich begeistert. Der ist 2 Seiten lang. Vielen Dank. Naja, sehr groß geschrieben. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das hefte ich auf jeden Fall ab. Ja, erst einmal darauf zu kommen, ob ich die 400 Euro an den Söder gezahlt habe. Nein, natürlich nicht. Es sind leider keine 400 Euro. Ich muss, und zwar aufgrund der Veranstaltungspause von maximal fast locker sind es jetzt 2 Jahren, und zwar in Raten abstottern, bis wieder was reinkommt, und zwar sind aber keine 400 Euro, das sind bis zu 1000 Euro, und zwar die da weg müssen, und der Söder kriegt... Das muss man sich mal vorstellen. Da bekommt der 400 Euro Strafe und muss wahrscheinlich noch die Gerichtskosten bezahlen, und das macht er in Raten. Und weil er halt einfach stumpf Leute beleidigt hat im Internet. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt unter euch Twitter und YouTube Kaschbären, die jetzt hier auch in die Kommentare sind, also nicht auch Leute dabei wären, die stumpf Leute beleidigen. Aber ich sag euch, der Wind wird eisiger. Also man hört schon hier und da wirklich von Leuten, dass die da auch Probleme bekommen haben. Also, wie gesagt, ich bin ja auch kein Fan von dieser stumpfen Beleidigung. Ich bin ein Freund von Sarkasmus und Ironie, ne, und Urinie, oder wie das heißt. Und man darf ja auch über Leute lachen, das ist ja kein Problem, aber man muss ja nicht stumpf beleidigen. Ne? Und das hoffe ich auch, dass ihr das auch in die Kommentare merkt. Ne? So wie ihr schreibt, denke ich mal, seid ihr ja da auch so ein bisschen auf meine Wellenlänge. Ja, das geht nicht, sondern das kriegt dann zwar die Staatsanwaltschaft Nürnberg. Also an dem Söder gehen die 400 Euro nicht. Und zwar, der Söder kriegt auch kein Geld, und der Söder braucht auch kein Geld, meiner Meinung nach, denn der verdient mit seinen Maskenball genug Geld. Aber da gehen wir nicht weiter drauf ein. Dann mit meinen Konzerten, und zwar... Ganz kurz, da hab ich schon mal eingereicht. Dieses Ausdruck, dieser Maskenball. Leon Elektronik war auch aktiv politisch in dieser Querdenker-Szene. Und war da auch auf so Umzügen und Streiks und sowas. Oder so Warnstreiks oder wie man das nennt, so Demos. Und wahrscheinlich hat er da den Ausdruck Maskenball wegen der Corona-Maske, ne, bekommen oder mitbekommen. Ja, und wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum Leon Elektronik überhaupt jetzt diese Strafe bezahlen muss. Weil er in diesen Querdenkerkreisen reingeraten ist und natürlich ein leichtes Opfer ist. Der hinterfragt nichts, der ist, viele Sachen kriegt er gar nicht, so versteht er gar nicht. Und ja... Ne? Da hat er dann einfach nachgeplappert, was er da gehört hat und was seiner Meinung nach richtig ist, und hat dann direkt kassiert, ne? Aber mit Anlauf. Das Söder macht keine halben Sachen. Ja, ich mach's mit Leidenschaft, und zwar, wenn ich bin leidenschaftlich Musiker, ich kann auch ganz gut singen. Solo singen, ja. Natürlich. Also nicht mit Background und gib mal weg. An die Stelle spule ich mal etwas ein aus eins Video von mir, ein älteres Video, wo er eins sogenannte Live-Auftritt macht. Dann schließe ich die Augen und mach erstmal Pause und träum von einem Haus am blauen Meer. Ich hab nen Bungalow
als an der Nirgendwo. Mit beiden Schreiben und Sonne vor der Tür. Stehe ich stundenlang und amüsiere mich dann. Die Frau von meinem Chef liegt neben mir hier. Ich hab das mal so eine Minute durchlaufen lassen. Interessanterweise ist der Einzige, der hier auf den Bänken steht und die Stimmung verbreitet, derjenige, der das offensichtlich hier auch filmt. Ich vermute mal, dass es sein sogenannter Bruderpaar ist, Pascal ist. Aber, Leute, ihr merkt das schon. Ja? Sobald der gemerkt hat, da singt einer mit, und zwar derjenige hinter der Kamera, hat er sofort die sogenannte Applausfährte aufgenommen und richtet sich körperlich und mental voll auf sein Publikum aus. Also er hat es sofort erkannt, wer an die Stelle sein Publikum ist. Ja, ich sag mal so, ne? Case closed. Sondern ich kann auch Solo-Künstler ganz gut sein. Und ich als Solo-Künstler und zwar werde mal und zwar eine Veranstaltung auf jeden Fall posten, das wird klar sein. Und zwar, wenn das gewünscht wird, mache ich das gerne. Ja, dann und zwar. Ja, auf geht's. Dann natürlich und zwar soll ich mit der Rebecca Wing zusammen im Duett singen. Das wäre ja keine schlechte Idee, ne? Mit der im Duett zu singen. Oder mit der Becky auf der Bühne zu stehen. Und zwar wäre auch keine schlechte Idee, ne? Aber ich sag mal ehrlich, darüber habe ich mir echt noch keine Gedanken gemacht. Aber das ist eine Idee. Ja, die Vorstellung wäre schön, ne? Aber was ich gut finde, ist, dieses Video hier ist eins der besten von Leon Elektronik. Das muss man mal so an der Stelle sehen. Er hat eine Einleitung gemacht, er hat den Brief vorgelesen und jetzt geht er Punkt für Punkt geführt, organisiert an diesen Fragen entlang und spricht darüber. Und das ist sehr fokussiert und ich finde das auch ganz also gut gemacht. Also das ist für ihn auf jeden Fall eine sehr, sehr herausragende Qualität. Ne? Mit der Rebecca Wing auf der Bühne stehen. Ich weiß ja nicht, wie die Becky Wing und zwar zu der deutschen Schlager- und Volksmusik steht, weil das ist mehr die Richtung, wo ich und zwar mich musikalisch hinbewege. Ehrlich? Aber hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, und zwar ja, ist doch einfach super. Und zwar, Schlager und Volksmusik macht Spaß. Auch wenn es nicht jeder zugibt. Und es ist ja, es ist einfach eine Schöne daran, und zwar, dass man Lieder singen kann, die auch jeder versteht in uns. Ja, also von der Sache her, es ist ja klar, diese Schlagermusik, diese Volksmusik, diese Partymusik, diese Ballermannmusik, Kirmesmusik und so weiter, die Leon jetzt ja hier anspricht, oder auch natürlich diese Rocklieder, die rockigen Feierlieder und so, die sind natürlich alle, brauche ich euch nicht zu erklären, aber die sind natürlich alle so, dass sie die größte Schnittmenge irgendwie abbildet, also dass jeder Geistige da mithalten kann, dass man die bei 15 Promille immer noch mitsingen kann, mit einfache, seichte Themen, mit einfache Struktur. Ich weiß noch damals, jetzt zum Beispiel, schaut euch mal den Wolfgang Petri an, ne? Die Lieder sind ja von der Art her mit diesem ganzen Rhythmus und so alle ähnlich. Und da gibt es manchmal immer ein anderes Gitarrensolo, die Melodie ist ein bisschen anders, aber so diese ganze Struktur und diese ganze Texte und wann der Refrain kommt und wie der Refrain kommt und so weiter, ist ja alles immer ähnlich, da gibt es gewisse Formeln und das führt halt einfach dazu, dass ein Wolfgang Petri damals, weiß ich noch, den längsten Taken-Mix der Welt rausgebracht hat. Das ist ein Rhythmus, der sich zu 0% verändert während 30 oder 45 Minuten oder noch länger, wo einfach ein Lied von ihm nach dem anderen damit raufgelegt wird. Und es ist halt einfach. Und Leon Elektronik ist auch ein einfacher Typ, was ja jetzt per se nicht schlimm ist. In der deutschen Muttersprache und zwar zu singen und zwar und jeder von uns da draußen hört Schlager. Egal wie, wenn und aber. Und auch die schlimmsten Schlagerfeinde haben sich dazu beordert, und zwar Schlager zu hören. Genau. Also, alles kein Problem. Ja, ich bedanke mich wirklich nochmals bei der Irma, oder wie die heißt. Und
Irma, oder wie die heißt, und zwar, ich kann diese Schreibschrift, die ist zwar nicht ganz, oder Irma, ja. Ich weiß es nicht, und zwar Irma. Vielleicht weiß er die Irma, ne, der Irma, ne, der Dreiradfahrer. Also, diejenige, die, wo ich meine, kommentier mal hier drunter im Video, wie du wirklich heißt, und zwar... Dann natürlich ganz klar, ich bedanke mich natürlich für diese persönlichen Zeilen und ich habe mich echt darüber gefreut, und zwar sind echt ganz liebe Zeilen, vielen, vielen Dank, und ganz klar, und zwar, wenn man sich da schon die Mühe macht und zwar mich so lobt, es gibt auf jeden Fall eine Autogrammkarte für dich, und zwar... Da bin ich aber froh, ne, dass du nochmal eine Autogrammkarte rauslässt, ne? Selbst ausgedruckt, Unterschrift drauf und dann 1,60 ab in die Post oder 80 Cent. Aber wichtig ist, der ist eigentlich jetzt schon am Ende. Er bedankt sich, er hat die Fragen beantwortet, er hat noch ein bisschen getalkt, finde ich eigentlich eine gute Zeit, er ist jetzt bei 8 Minuten 30. Aber das Video geht jetzt noch über 4 Minuten. Ich weiß, meine Videos sind länger, meine Videos sind aber auch besser. Nee, keine Ahnung, aber irgendwie, ja. In dem Video ist jetzt inhaltlich schon mal eigentlich alles gelaufen. Mal gucken, womit der Leon jetzt hier noch 4 Minuten füllt. Die schicke ich dir zu. Die Adresse steht sozusagen von dir ja hinten drauf auf der... Ja, ah, ja, auf ja. der... Auf dem Briefkuvert. Da steht... Leon, nicht neben rausdenken. Vielen Dank. Du schaffst das nicht. Und ja... Toll! In jedem Eck werde ich erkannt, und zwar mein... Super. Also ich finde es echt toll und es baut mich auf, Leute. Sowas baut mich echt auf. Ihr seid echt die Herristen. Ernsthaft die Herristen. Wie schnell sich die Zeit ändern kann, ne? Das ist 2 Jahre her. Also ungefähr, das ist ja bei YouTube immer so eine ungefähre Angabe, ne? Aber vielleicht ist es auch ein bisschen länger her, aber 2 Jahre her, das Fanfest ist 1 Jahr her und heutzutage traut er sich noch nicht mal vor die Tür, weil überall Plakate von ihm hängen, ne? Gut, dann sag ich mal, und zwar vielen Dank und liebe Grüße. Ja, danke. Und zwar an die Irma, oder wie die heißt. Ja, ist ja gut jetzt, wir wissen, dass du es nicht verstanden hast. Und zwar vielen Dank. Für diesen Gut. Brief. Also für so eine Fanpost, und zwar, da freue ich mich über jede solche, so eine normale Fanpost wie hier. Ich kann sie hier nochmal hochhalten. Ja, sehr gut. Da freut er sich total. Und zwar, sowas den ich mir vorstellen. Und zwar, sowas ist super. Echt, das ist echt super. So eine tolle Fanpost, und zwar, wenn ich bekomme, und zwar, die neutral ist, dass ich gelobt werde, und zwar, das, und zwar... Das ist einfach toll. Und ja, das ist wichtig, ne? Dass er gelobt wird, ne? Kritik darf man nicht schreiben. Das ist ja dann keine Fanpost, weil Fanpost ist ja immer unkritisch und positiv, ne? Also das gefällt ihm jetzt. Und das Schöne ist, der Leon trägt halt das Herz auf der Zunge. Der formuliert das. Der spricht es aus. Das hat der Rainer nicht gemacht. Der Rainerle, der hat es immer hinterhältig gemacht. Da jeder wusste, dass er will, dass die Leute spenden. Jeder wusste, dass er will, dass die Leute ihm Positives schreiben. Jeder wusste das alles. Und Rainer hat aber immer gedacht, dass er das total alles immer im Hintergrund zurückhalten kann. Ne? Dass er das immer nur so als Taktik macht und dass er der Denker ist und so weiter. Und der Leon, der versucht diese Hinterhältigkeit gar nicht zu machen. Deswegen möchte ich eigentlich an der Stelle sagen, dass auch wenn Leon Elektronik sich in manchen Videos halt auch echt doof verhält und poltert und vielleicht auch frech ist und so weiter. Er hat diese Hinterhältigkeit von Rainer Winkler nicht. Deswegen sollten auch alle, meiner Meinung nach, die sich an diesem Game beteiligen wollen, die Wahl der Mittel anders angehen. Ne? Weil es gibt Masken, die brauchen echt Zuckerbrot und Peitsche, und es gibt halt auch Leute wie Leon Elektronik, der braucht nicht diesen Terror und Stress, um witzige und tolle Videos zu liefern. Ne? Seit die angefangen haben, hier die Daumenschrauben anzuziehen und ihn anzugehen und immer toxischer auf ihn einzuwirken, umso weiter zieht er sich gerade zurück. Also das sollte man schon mit Fingerspitzengefühl rangehen.
Und Leon würde von sich aus schon viele Sachen liefern. Es wäre viel besser, einen Draht zu ihm aufzubauen und ihn dazu zu bringen, halt witzige Sachen zu machen. Dazu müssten aber dann verschiedene Real-Life-Aktionen ein bisschen zurückgefahren werden, dass er halt das Gefühl hat, ab jetzt sind es wieder nur noch Fans. Aber ich habe das Gefühl, dass das Kollektiv einfach jetzt denkt, okay, er zieht sich zurück, ich muss jetzt einfach noch härter dagegen schießen, damit er einfach wieder tanzt. Ja, was den Söhner betrifft, ich habe da eine andere Einstellung, weil so langsam verliert man, und so, das muss ich jetzt zu dem Brief auch mal sagen, so langsam und so verliert man halt uns zu den ganzen Politikern immer wieder und immer mehr das Vertrauen. Denn ich habe uns aus meinem Bekanntenkreis, der in der Politikszene arbeitet, der hat über den Markus Söder, über die Frau Merkel so viel rausgefunden, da fange ich hier am besten gar nicht an, weil dann zensiert YouTube wieder. Da fange ich erst gar nicht an. Genau. So. Wer das unbedingt hören möchte, was da ans Tageslicht gekommen ist, der guckt auf dem Kanal Die Erlanger Jungs. Den betreibe ich. Ich, der Oliver und noch drei weitere Personen. Und das ist dann mehr so der Kanal für mal die Luft rauslassen. Der Kanal Leon Elektronik bleibt und zwar so bodenbeständig wie er war. Sehr gut, also du bist bodenbeständig, ne? Gut, an die Stelle machen wir jetzt einen Break, da kommt jetzt nicht mehr viel. Und Erlanger Jungs, weiß ich nicht, ob es da überhaupt noch irgendwas gibt. Wenn der Leon da so viel rumgepoltert hat, da wird dieser Kanal wahrscheinlich auch schnell dem Erdboden gemacht, platt gemacht worden sein. Oder die Reaktion dementsprechend gewesen ist. Ich war wieder euer Mongo von Kanal Mongo Medial. Ich bin der Originelle hier und ich sag euch, or we or what und dat und was so auch. Ciao. Ein Meilenstein für den König aller.